Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir über PvP erspielen können. Und dazu sitze ich schon einmal drauf. Wir haben einmal den boshaften Kriegspirscher. Und ja, das sind insgesamt zwei Mounts. Es gibt nämlich eine Allianz- und eine Hordenvariante. Auf der, wo ich gerade sitze, ist die Allianz-Variante. Hier mit so ein bisschen goldener Rüstung. Und die Hordenvariante, seht ihr hier, da ist das Ganze ein wenig silber hier am Rand gehalten. Genau, das sind die zwei Varianten. Und ja, wo gibt es die her? Die gibt es einmal über PvP. Wir müssen einmal in das gewertete PvP rein und dann braucht ihr in einem von diesen drei Brackets, also im 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 10 gegen 10, das ist hier RWG, ein Minimum-Rating von 1000. 1000 ist relativ einfach erreichbar, da müsst ihr kein krasser PvP-Spieler sein. Und dann gibt es hier einen Balken, den ihr auffüllen müsst. In der vierten Season, wo wir das Mount hier spielen können, müsst ihr den Balken einmal auf 100% bringen. Und ihr seht schon, wenn ich hier unten drüber fahre, seht ihr das, 1000 Rating brauchen wir. Wenn wir ein 2 gegen 2 Game gewinnen, auf über 1000 Rating kriegen wir von dem Balken 0,42%, beim Dreier Game 1,25 und bei einem 10er, also RBG, 2,5. Das effizienteste ist, was ich euch raten würde, ein Dreier Game mit 1,25, einfach weil ein Dreier Game wesentlich schneller geht als RBG und auch Leute zu finden dafür wesentlich zügiger ist. Jetzt fragt ihr euch, oh, das ist ja jetzt ganz am Ende der Season, ich habe jetzt nur noch diese Woche Zeit. Keine Sorge, Blizzard hat angekündigt, dass ihr diese PvP-Mounts, zumindest die für den Balken hier, bis zum Release von Dragonflight, pardon, spielen könnt. Heißt, Season endet ja jetzt in einer Woche und dementsprechend könnt ihr das immer noch danach machen, bis die Expansion launcht, also bis quasi Dragonflight live geht. Habt ihr dann noch Zeit, sollte durchaus machbar sein. Und sobald ihr den Balken einmal aufgefüllt habt, bekommt ihr, wie gesagt, beide Mounts. Ihr bekommt einmal die Allianz-Variante und ihr bekommt einmal noch die Horden-Variante. Was es aktuell dann nicht mehr geben wird, sobald die Season beendet ist, das Gladiator-Mount, das bekommt ihr nicht mehr. Diese Mounts bekommt ihr, wenn ihr quasi auf eine Wertung von 2400 noch 50 Wins spielt. Und dann gibt es dann nochmal so extra Mounts. Ich kann euch das von der letzten Season zum Beispiel zeigen. Da gibt es dann nochmal eine extra Heldentat. Dafür habt ihr jetzt nur noch die Woche Zeit. Wenn ihr das noch holen wollt, wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Aber ich vermute mal, wenn ihr da in dem Niveau spielt, dann habt ihr das sowieso schon erledigt. Genau. Also hier seht ihr, da müsst ihr dann auf Elite spielen. Das ist wie gesagt 2-4 im Dreier und dann noch 50 Wins auf dem MMR absolvieren. Das war's soweit mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich noch weiterhelfen. Solltet ihr jetzt sagen, ihr schafft es jetzt auch nicht mehr bis zum Add-on-Release, keine Sorge, es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn Blizzard gnädig ist, dass sie die Mounts wie von den anderen Addons später nochmal einfügen. Und zwar haben wir hier einen Händler, meistens eine Expansion später, kann man dann für die schrecklichen Sättel einmal die alten Season Mounts kaufen. Das kann dann aber schon ein Jahr dauern, bis es die hier gibt. Und dementsprechend, wenn ihr schnell die Mounts haben wollt, dann solltet ihr jetzt noch bis zum Addon starten, ein bisschen PvP spielen, euch die zwei Mounts holen. Sind auf jeden Fall schicke Dinger. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.